Ja, mein Name ist Franz Ehrenhuber. Früher war ich auf einer Bank, weil ich in Pension war, war ich dann Leiter des Museums in Bad Hall. Und Bad Hall hat seinerzeit bei der Landesausstellung Land der Hämmer mitgetan. Und deshalb, weil auch in Bad Hall ein ganz berühmter Waffenschmied war um 1600, der auch da mitgenascht hat mit den Schmieden da im Steyr und im Ennstal. Was ist die historische Bedeutung der Steyr für die Region? Naja, die historische Bedeutung ist eigentlich, ursprünglich war es die Holzgewinnung, die also von Hinterst oder raus getriftet wurde zu den Sensenwerken, zum Beispiel in der Schmiedleiden bei Leonstein und dann bis Steinbach an der Steyr, wo auch also die Messerer waren in Steinbach an der Steyr, die brauchten ja alle das Holz, die Holzkohle und das Holzfeuer für die Schmiedewerkstätten. Und später dann war es natürlich so, dass wie in Steyr, in der Stadt Steyr um die Jahrhundertwende 1900 der Werndl, der berühmte Großindustrielle Josef Werndl, Arbeiter gebraucht hat. Es waren ja dort bis zu 12.000 Arbeiter beschäftigt in seiner Waffenfabrik in Steyr. Da war es für ihn dann wichtig, dass da auch eine Aufschließung des Steyrtals erfolgte durch die Steyrtalbahn, die jetzt noch als Museumsbahn bis Grünburg geht. Aber das war wichtig, bis Klaus war die Schmalspurbahn über Steyrtal. Und das war für die Arbeiter natürlich die Sache dann, jetzt hat man Arbeit gehabt in Steyr. Touristisch ist das Steyrtal jetzt genützt. Die alte Trasse der Steyrtalbahn geht von Grünburg bis Klaus als Radweg. Ein wunderbarer Radweg. Dann haben sich einige Firmen in Mollen wieder niedergelassen. Da war seinerzeit die Skischuhfabrik Lindner oder dann das Eloxierwerk Bieslinger. Auch da wurde das Steyrtal aufgeschlossen im Mollner Becken. Und weiter herein schon die touristische Seite mit dem wunderbaren Wallfahrtsort Frauenstein. Und in Klaus kommt ja dann die andere, die Kremstalbahn, die Bürnbahn herein, die dann über das Deicheltal nach Windischgarsten fährt. Windischgarsten wieder touristisch ein wunderbarer nebelfreier Ort mit dem lieben See, mit dem Kleinkersee. Und wenn jetzt so ein Beteiligungsprozess stattfindet, wo die unterschiedlichsten Leute zusammenkommen, was glaubst du, kann bei sowas herauskommen, wenn die Bürgermeister miteinander reden und die vom Alpenverein? Naja, es ist so, dass natürlich auch hier der Nationalbank, der der Kalkalpen-Nationalbank angrenzt in Klaus und da. Und da gibt es natürlich zu den Bauern oder zur Jagd doch einige Diskussionsmöglichkeiten, dass sich das verbinden lässt. Obwohl man es begrüßt, dass endlich da der Nationalpark, dass das wirklich erhalten wird in Steyr und Ennstal.